Jo Freunde, Tenos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Freitag 19 Uhr, das heißt, wir haben das Team 2 von der Road to the Knockout Stage bekommen, Leute. Ja, das Team 2 sieht auch sehr, sehr fresh aus. Wir haben hier einen Marco Reus, einen De Jong, einen Werner, einen Jesus Navas, einen Fred. Sehr, sehr geile Karten. Tapsoba sogar sieht auch sehr, sehr geil aus. Und als SBC haben wir den guten Bernardo Silva bekommen. Ja, und diese SBC besprechen wir heute. Ich sag euch meiner Meinung nach, ob sie diese Karte lohnt oder nicht, oder beziehungsweise lohnt, sie abzuschließen, denn auf den ersten Blick sieht sie gar nicht so schlecht aus, ja. Wir gehen drauf und wie immer, Leute, würde ich mich jetzt schon mal freuen, lasst einen Daumen nach oben, da ein Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst. So, wir müssen hier 4 Sachen abgeben, okay. Ein 85er Rating haben wir hier, ein 84er Rating haben wir, ein 82er Rating und ein 83er Rating. Heißt, die SBC wird mindestens 100k wert sein, oder 80 bis 100k würde ich diese SBC schätzen. Wir kriegen hier ein Premium gemischtes Spielerpack, ein seltenes gemischtes Spielerpack, ein kleines gemischtes Spielerset und ein paar. Also EA geizt mal wieder mit den Packs, ja. Nichtsdestotrotz, wir gehen auf die Stats und dann schauen wir uns mal gleich an, wie wir den guten Bernardo Silva denn verlinken können. Er hat 4 Sterne Skills, leider nur 3 Sterne schwache Fuß, hoch Arbeitsraten. Eigenschaften hat der Flair und Außenbeschuss. Außenbeschuss, ein sehr, sehr geiler Trade. Wenn der Spieler wirklich nur 3 Sterne schwacher Fuß hat, dann macht der Trade sehr viel Sinn, denn dann schießt er meistens nicht mit links, wenn er Ball auf den linken Fuß, sondern versucht halt mit einem Außenbeschuss zu schießen. Und das ist das. Deswegen, weil der 3 Sterne schwacher Fuß hat, ist der Außenbeschuss hier ein sehr, sehr geiler Trade. So, wir gehen auf die Werte. Antritt mehr als Spielergeschwindigkeit finde ich sehr, sehr geil. 84 Antritt. Schuss ist super, ja, der Abschuss ist okay. Schusskraft, Fernschüsse würde ich aber persönlich boosten. Wogegen das Passspiel nicht geboostet werden muss, das Dribbling nicht geboostet werden muss, weil das ist das Krasseste hier an dieser Karte. Und die Ausdauer und die Aggressivität auch sehr, 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 sehr geil. Heißt, Leute, ein Hunter und ihr habt einen sehr, sehr geilen Zehner und ich bin am Überlegen, den abzuschließen. Ich denke mal, ich werde ihn auch abschließen, weil City ist immer eine Mannschaft in der Champions League, die immer über die Gruppenphasen kommen und dementsprechend wird die Karte, denke ich mal, mindestens 1 bis 2 Upgrades bekommen. Und ja, Leute, was gibt's hier zu sagen? Sehr, sehr geile Karte. Ich pinne euch auch den genauen Preis gleich in den Kommentaren an, weil Footbin ist ja noch nicht so schnell. Wenn ich jetzt nachgucken würde, hat Footbin, glaube ich, noch nicht den Preis. Wir gehen mal kurz auf mein Team. Ich spiele aktuell auch ein Untrade-Team, weil ich die Spieler verkaufen möchte, weil ich mir bald ein sehr, sehr geiles Team zusammenkaufen möchte. So, schau mal an, wie wir den guten Bernardo Silva denn verlinken können. Wir gehen erstmal auf Portugal und aus der Premier League. Womit können wir ihn grünlegen? Natürlich mit The One and Only Cristiano Ronaldo, aber auch mit Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ist ja aktuell sehr, sehr günstig, ich glaube 60, 70k um den Dreh. Mit Cancelo kann man ihn sogar perfect linken, also hyper perfect link, ja, ihr wisst Bescheid. Hier gibt es sehr, sehr viel Möglichkeiten, auch Diego Jota finde ich sehr, sehr geil. Warte mal, wir vergleichen mal ganz kurz die Karte. Er hat plus 2 bekommen, aber ein mehr Pace, wow. EA geizt ja richtig rein. Dafür hat er plus 4 Schießen bekommen, plus 3 Passen, plus 1 Dribbling und plus 2 Physis. Ja, okay, jetzt geht's aber schon. Pace ist, finde ich, mit das Wichtigste. Dann gehen wir nochmal kurz auf City, weil da gibt es zum Beispiel auch einen Walker, fällt mir ein. Wenn man mit Cancelo nicht zufrieden ist, ein De Bruyne, ein Sterling. Also die Karte, Leute, ein Foden, auch sehr, sehr geil. Habe ich auch kurz mal gespielt, finde ich sehr, sehr geil, die Karte. Heißt ein Bernardo Silva, kann man sehr, sehr gut legen. Jetzt seid ihr gefragt, macht ihr die Karte von mir? Gibt es einen dicken Daumen nach oben? Und wie gesagt, ich pinne euch gleich den Preis in den Kommentaren an, wie viel er genau kostet. Ich schätze mal 80, 100k wird er kosten. Und das, denke ich mal, ist er die Coins auch wert, weil City eine starke Mannschaft ist, weit kommen wird. Und er, denke ich mal, 2 Upgrades bekommen wird. Deswegen, Leute, bin ich raus. Haut rein. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao.